Ja, heute wird die Eröffnung der Regionalpark Klimaroute gefeiert. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von uns, der Regionalpark Südwest und auch dem Regionalverband. Und hier feiern wir in Kelsterbach am Ende der alten des alten Teils der Klimaroute die Erweiterung mit 5 neuen Stationen, die bis nach Nauheim führen werden. Der Regionalverband hat das Thema Klima, Energie und Nachhaltigkeit nicht erst auf der Tagesordnung, seit es modern ist, sondern wir machen das seit vielen Jahrzehnten. Und hier auch bei diesem Projekt haben wir uns mit unserem Know-how, unserem Fachwissen eingebracht, damit diese Route nicht nur schön zu erleben ist, sondern eben auch fachlich unterfüttert ist. Also Radverkehr hat für den Kreis Groß-Gerau einen immens hohen Stellenwert. Wir haben eine Radverkehrsbeauftragte bei mir im Landratsamt, die seit 15 Jahren aktiv Radwege ausbaut. Und es geht ja nicht nur um von A nach B zu kommen, sondern es geht auch darum, auf diesem Radweg etwas zu hören, etwas zu sehen, etwas zu erleben. Und deswegen schauen wir, dass wir sogenannte Eyecatcher auch an diesen Radwegen platzieren. Ich stehe vollends dahinter. Wir waren ja mit der Initiator und ich glaube, wir müssen mehr denn je die Bevölkerung auf die Probleme und die Themen und vor allem die Lösungen hinweisen. Wir haben Kinderprogramme, wo man zum Thema Klimaanpassung malen kann. Es gibt eine Carrera-Bahn, wo zwei Leute gegeneinander antreten können. Und dann eben quasi mit ihrer Energie, die sie selber durch das Strampeln auf dem Rad erzeugen, zeigen können, wie viel Energie wir auch selber erzeugen können, was ja auch zum Thema passt. Und das Schöne bei der Sache ist, dass man sogar noch ein Polaroid-Foto direkt mitnehmen kann. Also wichtig ist uns einfach, Klimaanpassung und Klimaschutz zum Anfassen hier miterleben zu dürfen.